Gut, ich denke, wollen wir zuerst Bowser besiegen oder... Oder das Level beenden. Ich denke, wir beenden erst alle Level. Das gehört ja hier auch dazu. Und ihr seht ja, es ist die Wand nach hinten gerutscht. Ja. Die Terminator-Wand. Öffne die Truhen. Oh, das ist genau so eine Aufgabe. Da muss man nicht nur aufpassen, dass man nicht im Strudel gelangt, sondern man muss auch noch in der richtigen Reihenfolge die Truhen öffnen. Wobei es gibt eine V-Segel außenrum zuerst und immer mehr nach innen. Gut. Bist du richtig? Nein, seht ihr? Das ist schon mal falsch. Ja, es gibt mehrere Truhen im Außenkreisel. Jetzt wissen wir, wo die Münzen sind, ne? Seht ihr, ich muss schon gegen steuern. Das ist diese fucking... Ich glaube, am besten macht man es im Uhrzeigersinn. Hier, blub blub. Wie Sonic. Also wie gesagt, ich nehme das hier alles am Stück auf. Also am Stück. Ich werde nicht vorhin kurz innehalten, wie üblich, und ein bisschen Dingens raushauen. Nein. Hallo? Ich glaube, ich mache das in Zukunft bei Resident Evil Umbrella Chronicles auch so, dass ich immer zuerst eine ganze Schwette aufnehme. Beziehungsweise bei Umbrella Chronicles habe ich ja schon, ne? Und schon rausgehauen. Ich nehme da vorne weg auf, was ich raushaue. Aber jetzt hier mache ich es wieder anders. Ach ja, von der anderen Seite her. Hilft mir ja eigentlich. Dankeschön. Und das sind zuerst die Außen. Aber es gibt hier keine... Also man muss die richtige finden und dann einfach im Uhrzeigersinn. Nein, nicht mal im Uhrzeigersinn. Das ist nicht mal richtig. Doch, es ist richtig. Nein, es ist nicht richtig. Ist ja auch noch nicht Ruhe. Ja. Aber jetzt kommt nur noch die... Im Innenkreis. Ich juckt schon lange am inneren Ba... nein, 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 genau. Da muss man verdammt gegenwirken, ey. Das ist sau... Sau fieser Strudel. Jetzt ist das eine und... Dann kommt noch, dass man dann noch die Münzen irgendwann holen möchte. Und die sind dann auch da, ne? Alter, mach jetzt keinen Scheiß mit mir. Ich warn dich, ich warn dich, ich warn dich, ich warn dich. Ja. Weit weg vom Strudel. Weit weg vom Strudel. Ja, also man kann ja gegenwirken, ne? Also, aber ich krieg da schnell Panik. So, mich juckt jetzt am Bein. Ah, so richtig sich kratzen ist auch etwas vom Nobelsten. Es gibt ja Leute, die sagen, dass man sich kratzen kann, sich selber kratzen. Also das hat nichts mit Behinderung zu tun oder so, aber sich selber kratzen können, wenn es juckt. Das sei einer der größten Luxusse, die es gibt. Und ich muss da manchmal schon recht geben. Nicht? Also wenn es juckt und man kann sich kratzen, das ist schon einer der besten, ja. Soll ich hier die 100 Münzen schon sammeln? Ich weiß, wo die roten Münzen sind. Die sind ganz einfach. Ich glaube, ich sammle gleich mal... Also wirklich, die 100 Münzen sind auch wirklich optional. Also nicht, wenn man 120 will, 120 Sterne will. Aber sie sind optional natürlich für den Endboss. Ne? Das ist klar. Aber ich finde, manchmal dürften sie es ein bisschen leichter machen. Ne? Also gut, die erste Welt ist ja schon so. Ne? Also der Popoms Berg oder wie er heißt, das ist ja... Eigentlich nicht schwer. Eigentlich überhaupt nicht schwer. Aber die Münzen dort, das ist schon die erste Dimension. Das leckt mich am Arsch, das mache ich nicht. Ja, also. So, was war denn da? Ich habe doch noch was gesehen. Hä? Ach so. Da will ich mich schon einsaugen. Alter, leck mich am Arsch. Nee. So. Hier sind noch mehr Münzen versteckt, ne? Hier muss man ganz genau schauen. Ganz genau, ganz genau. Mayonnaise. Mayonnaise. Kennt ihr das? Von Two and a Half Men. Wo er, ich finde es einfach so witzig. Wo er so versucht, Baureden zu üben. Und dann übt er so mit Mayonnaise diese Wörter. Mayonnaise. Magst du Mayonnaise? Ich mag Mayonnaise. So bekloppt. Ja, Two and a Half Men. War eine schöne Serie. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sagt, die Serie war mit... Die Serie war mit Ashton Kutcher eine ganz andere.
Das heißt jetzt nicht im positiven Sinne. Irgendwie kommt es mir so vor wie... Okay, der tut mir nichts. Gott, ich dachte, jetzt kommt er und hallo, boah, nimmt den Bein weg von mir. Und irgendwie finde ich einfach, dass seitdem Charlie dann nicht mehr da war, war es so quasi wie eine Traumsequenz, ne? Ihr kennt ja vielleicht Dallas. Ich habe Dallas zwar nie geschaut, aber da gibt es ja auch, dass einer der beliebtesten Charaktere stirbt. Und weil der im Drehbuch, ja, der bei den Zuschauern immer gerne gesehen wurde, haben sie ihn auch wieder mit eingebaut. Dass das quasi alles, was in quasi drei Staffeln passiert ist, glaube ich, irgendwie so, hat eigentlich nur eine geträumt von der Serie. Ja, und irgendwie, ja sorry, ich meine, habt ihr das Finale gesehen? Habt ihr das Finale gesehen von Two and a Half Men? Also bitte, das kann man doch nicht ernst nehmen. Ich bin jetzt nicht hier zum Haten, nein, überhaupt nicht. Ich sage nur, das Ende, ne, das Ende, das Finale, die Doppelfolge, das ist doch ein Witz. So, sorry, wenn ich jetzt hier so ein bisschen, ja, aber... Nein, man kommt nicht in den Stuhl rein und wird da rausgeblasen. Nein, so nett sind die Leute hier nicht. So, ich weiß genau, hier habe ich nämlich die 100 fehlende Münzen irgendwann mal noch gesucht. Die sind hier irgendwo. Oder wo? Ich weiß genau, die sind hier irgendwo. Also die sind so in der Ecke hinten. Die sieht man kaum. Die muss man wirklich suchen. Ja. Seht ihr? Die ploppen nur plötzlich auf. Das sind fies. Die sind fies. Ja, fies. Nein, ich hatte keine Red Bull. Aber ich habe gerade viel gegessen und da bin ich ein bisschen hibbelig. Ich will mir auch Mühe geben in Zukunft, nicht mehr so, sondern richtig deutlich zu reden. Obwohl das bei meinem Akzent eigentlich eh für die Katz ist, weil... Ja. Du kannst mich mal gerne kreuzweise, ne? So, jetzt bin ich gespannt. Hier gibt es noch blaue Münzen. Nur wo? Irgendwo gab es die. Aber die sind im oberen Fach. Okay. Ach, springt! Ich bin genau gerade ausgesprungen. Aber nein! Der Herr... Was, der Herr Yoshi? Nein, der Herr Mario. Ja, genau. Das wollte ich ja auch, ne? Du bist ein Arsch. Also mach mal jetzt Mario einen Arsch. Der beißt sich selber ins Bein. Ah, das wäre eine Abkürzung gewesen. Also nicht unbedingt, nein, nicht unbedingt Abkürzung. Würde ich jetzt nicht behaupten. So. Geh doch einfach nach hoch, du! Also schießt du nicht dann hochgehen? Also, Mama habe ich das Gefühl, da mache ich das extra. Ne? Immer zum... Ben's Let's Play ist zu wenig lang. Ich muss hier Fails bauen. Ich mach da gar nichts! So. Was war da drüben los? Ah, eine rote Münze. Ja gut, die findet man nach sonst. Mann, mich duckt's am Bein. Ja. Was ich eigentlich sagen wollte, wisst ihr überhaupt, wieso es uns juckt? Ne? Also nicht, wo es euch juckt, wenn ihr eine geile Tante seht, sondern wenn es einen juckt. Juckt. Juckreiz. Ja? Das ist... Jetzt habe ich wirklich gedrückt. Das ist, weil bei uns... Also ihr kennt ja Schlangen. Ne? Und bei Schlangen ist es so, dass die sich häuten. Ja? Und weil der Mensch sich nicht... Shit. Und weil der Mensch sich eben nicht häutet, das ist eine überschüssige Haut, sonst loswerden, was macht er, indem er... Ich krieg die Krise! Ja, Frau Bibel, ist das scheiß einfach. Aber nein, aber nein, aber nein, aber nein. Das muss ich hier warten. Hier, Fettarsch. Mario, machst deinen Ruf, den du vorhin in Dings bekommen hast. In... Wo bin ich jetzt überhaupt? Ah, genau, stimmt. Hä? Das ist doch die rote Münzen. Okay. Ist ein Bug. Jetzt
sind hier keine roten Münzen. Sind hier keine Dingens. Ich, das hier möchte ich darüber jumpen. Das könnte ich eigentlich. Jo! Nein. Okay, das ist jetzt ein Bug. Das ist jetzt ein fucking Bug. Hier sollten nämlich... Sind sie da und ich sehe sie noch nicht? Nein, hier sollten auch so eine Kletterstangen sein. Die sind einfach mal nicht da. Diese blöden Stangen sind einfach mal nicht da. Wie ist das denn jetzt? Und die muss ich gar nicht aktivieren. Wisst ihr was? Jetzt mache ich was anderes. Jetzt hole ich mir... Die sind einfach nicht da. Die sind weggepackt. Die sind weggepackt. Ich hole jetzt mal den anderen Stern. Leck die wandern. Oder was? Ich hole jetzt mal den Stern da. Seht ihr ihn? Seht ihr ihn nicht? Wenn der auch nicht da ist, dann werde ich sauer. Was? Okay. Tja, keine Ahnung, wieso es nicht geht. Dann sehen wir halt mal den Bowser. Vielleicht geht's ja dann. Zwar unlogisch, aber... Okay. So. Also, ich habe jetzt den Emulator nochmal deinstalliert. Hab die ROM nochmal runtergeladen. Keine Ahnung, es ging bis jetzt immer und... Tja. Keine Ahnung. Wäre mir mal was Neues. Aber kann ja passieren. So. Und wie gesagt, hier braucht es nicht die 100 Münzen. Hier, in diesem Level jetzt. So. Trotzdem möchte ich hier ein bisschen... Ja. Ärgert mich jetzt, wenn ich nicht weiß, ob ich das Let's Play überhaupt fortfahren kann. Ja, das wollte ich ja auch unbedingt. Ich bin jetzt ein bisschen abgelenkt, sorry. Ich bin ja ein bisschen missmutig, weil ich nicht weiß. Aktiviert sich das erst, wenn ich Bowser besiegt habe, oder... Naja. Erstmal Bowser besiegen, vielleicht. War es ja ein technisches Missverständnis. So. Ach ja, stimmt. Den Sprung schaffen wir auch so. Oder auch nicht. Aber warum ist... Jetzt wissen wir es. So, da gibt's doch auch noch was. Von Radio Farm. Nein, natürlich nicht. Ich habe nichts verpasst, oder? Nee. Gut. Wie das sich so hingeglitscht hat. Okay. Wir nehmen den ordinären Weg. Keine Spielchen hier. Ich weiß, wie es sich benimmt. Also, ich muss mich hin. Nee, ich glaube, ich habe wirklich, aus Versehen bin ich hier reingerutscht. Im Offscreen. Und habe dann, glaube ich, das in Pause besiegt. Muss mich irren. Also, es wäre jetzt was ganz Neues, wenn das jetzt... keine Ahnung. Keine Ahnung. Wie viel haben wir? 2. Oh nee, genau das wollte ich eben nicht. Hallo. Mario. Wieso macht er einmal so und einmal nicht? Das ist doch so... Seht ihr? Das ist dann so unlogisch. So, aber jetzt sind wir wieder hier. Jetzt geh mir nicht auch noch auf den Keks. Er will es einfach wissen, ne? Ist ein verdammter Bulli. Ist Bulli happy. By the way. Jetzt nerv doch mal nicht! Also nicht Mario, sondern... Nein, das tust du nicht. Okay, komm her. Komm her und tschüss. Kommt die Münze nach oben? Ja, das ist jetzt ein bisschen mal jetzt ein bisschen. Okay. Na, komm, kommt mal her. Ihr Bullies. Autsch. Was ist das? Komm doch! Wo hast du Angst? Von mir, alten Schnurrbartträger? Geh doch nach Hause, du. Ja, da unten nützt mir die Münze am meisten, genau.
Ich kann es nicht gerne, weil mir sehr mich die Münze ja unternützt. So. Aber gerade sagen, jetzt bewegt sich das auch nicht, oder was? Also ich bin jetzt gerade so ein bisschen verängstigt. Alter, geht da nach oben! So. Wenigstens wieder volle Energie. Das bedeutet mir sehr viel, ja. Ihr könnt mir auch gar nicht denken, wie Sammy es bedeutet, eine volle Energieleiste zu haben. Oh, da fühle ich mich gleich viel, viel, viel mehr wert im Leben und... Mario, könntest du bitte mal ein bisschen Gas geben? Ich meine ja nur. Ich meine ja nur. Oh Gott, diese Welt ist so knapp, ey. Jetzt geht doch mal. Hallo, hallo, hallo. Sorry, aber... Nee. Sorry, aber nee. Sorry, aber nee. Ich kenne an sie, die lacht immer so. Wieso? Sind ja irgendwie deppert. Leute, die so lachen, sind ja irgendwie deppert. Sorry. Jetzt nehmen wir von euch beleidigen. Ja, du musst mir jetzt auch noch die Kappe weg retuschieren oder was? Ah, da ging bloß. Bloß aus dem Weg. Ach ja, stimmt hier. Kommt ja noch sowas. Dann habe ich auch noch eine reelle Chance, dass ich hier alles finden kann. Ah, Mann, diese One-Ups. Natürlich mach die One-Ups, ja. One-Ups sind gut. One-Ups sind gut, ja, ja. Ja, schon gut, aber was ist, wenn ich eh bei jedem Neustart-Dingens... Hä? Hab ich was verpasst? Ja, verpasst, ey. Hä? Was denn noch, die Arten? Jetzt habe ich gerade einen Durchblick verloren. War hier was? Du musst nicht da klettern. Mario. Mario. Mein Bruder. Also nicht meine, sondern... Luigi sagt das immer. Was ist das? Was ist diese blöden... Hä? Na, Moment jetzt. Hast du total den Faden verloren? Okay. Hä? Mal oder nachschauen. Das hab ich davon gesehen, wie ich da... Ich wollte... Ist hier noch nicht... Hier muss doch auch noch was sein. Hä? Richten die hier Zeug weg oder was ist los? Jetzt kapier ich die Welt nicht mehr. Wisst ihr was? Ich fang nochmal an. Ne? Ich kapier jetzt nicht mehr. Alter, ist hier Emulationsschrott, oder? Mama mia. Hä? Oder habe ich einen Dachschaden? Das habe ich eh, aber... Ich... Bin jetzt gerade ein bisschen... Hä? Alles genau anschauen. Alles genau anschauen. Hier war nix. Hier war auch nix. Hä? Da war eine? Ja? Oben eine, da war eine, ja, das stimmt. Aber, ich habe ihre USB. Aha, 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 gesehen, gesehen, gesehen. Hat das übersprungen? Irgendwie habe ich das übersprungen. Aber wie habe ich denn das gemacht? Ich habe das übersprungen. Aber wie? Hä? Ich könnte nicht was übersprungen haben. Das ist doch gar nicht möglich. Ich nicht mehr meine Sprache. Das ist völlig unmöglich.
Kennt ihr das? Von Simpsons? Ich weiß nicht, ich erwähne es fast in jedem Let's Play mittlerweile. Ich finde es auch so witzig. Eine der uralten Folgen, wo Lisa schlechte Schulnoten hat, also so ein Sport. Ich wurde hier raufgeglitscht irgendwie. Hä? Und ja, da kommt auch ja die schlechteste Note in Dingens. Ja, Ralf. Und die unmögliche Note, so die. Also es ist ja für uns. Es ist ja Originalsprache Englisch. Und er sagt so, ja tut mir leid, Ralf, du bist schlecht in Englisch. Also Englisch, ja, was ja ihre Muttersprache ist. Und dann kommt so zu Ralf. Was? Und sagt, ja, Ralf, du kannst deine eigene Sprache nicht. Ich nicht spreche Sprache, das ist völlig unmöglich. So richtig deppert. Ich finde das auch zum Schießen. So. Jetzt sind wir wenigstens schon mal bei 5. Ne? 5. Hatta. Das hätte ich hier gern, dass es nach oben geht. Wieso kann man auch bei 3D Mario nicht nach oben schauen? Also meine so nach oben, ne? Man kann sich ja ducken und man kann auch... Aber so nach oben... Das wäre doch nur ein Knopf gewesen, dass es ein bisschen nach oben schaut. Aber nein. Was braucht der heutige Mensch nicht? Nein, der heutige Mensch ist nicht verwöhnt. Na, genau das. Nein. Aber wisst ihr was? Wir wissen jetzt, wo die Münzen sind. Wir wissen jetzt, wo die Münzen sind. Ja, das wissen wir. Ich ziehe jetzt auch richtig Bock, den Bowser in den Arsch zu versohlen. Zum Glück macht das Spiel Spaß. Ich hab so viel Spaß. Und da bist du lahm. Bin ich ja zu Fuß schneller. Oh, das war jetzt knapp. Habt ihr jetzt Gas gesehen? Dachte, ja, probiert. Ich wollte eigentlich nicht so wagemutig spielen, aber ich dachte mir, aber sonst. Gott! Also ab solchen Dingen kann ich mich doch erschrecken, ne? Könnt ihr jetzt sagen, bin du Weichei, hä? Aber ja. Das ist einfach, das ist schon nicht schwer. Gib her, okay. Jetzt sehen wir die Woodpecker. Blub, blub. Nee, der lacht anders. Auch so irgendwie so. Nein, das war Roadrunner. Roadrunner, habe ich total vergessen. Verwechselt. Das war Roadrunner. Mimi. Ja, genau, Mimi. Mimi. Blub, blub, blub. Das andere war Woody Woodpecker. Der war aber nervig. Der war nervig so. Ja, Ben hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Porzellan vorbei, stimmt. Okay! Juhu! Geht's weiter? Da-da-dan. So, ich habe jetzt... 4. Jo. Rau, you bow, jangly, das Ding. Merli. Nein! Genau, du nicht. Du bist nicht der Merli. Du bist überhaupt nicht der Merli. Verdammt! Mal auf die Nüsse zu gehen. Wer keine Nüsse hat, sollen ja nicht drauf gehen. Mann, kannst du mal den Rückwärtshalter machen? Nein? Also so. Ich sag dir so. Doch. Ja, komm. Jump. Oh, weil sie nicht hingeglitscht hat. Au. Danke, ich finde die Tür selbst. Das war jetzt... Wie ist das jetzt passiert? Das nehme ich dem Spiel jetzt ein bisschen übel. Habt ihr das gesehen? Ich glitch. Nein, ich sage immer, ich glitch. Das ist nicht kein Glitch. Ne? Das ist irgendwie Ben-mäßig verunglimpft. Alter, da kenne ich nichts. Da weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Sorry, ich will hier nicht auf das lahme Boot warten, ey. Hämorrhoiden. Fraps, willst du jetzt noch anfangen zu spinnen oder was?
Ich sag's ihm gleich, wer hier spinnt. Ich nicht. Ich will hier rüber. Ja, genau. Ja. Ich will, geht das nicht ohne, dass ich mir den Arsch verbrenne hier, ne? Das geht einfach nicht ohne. Tja. Ja, genau. Ja, ja, ja. Mario sagt auch. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. So. Tina. Also es ist, ich habe jetzt etwa 4 Stunden gespielt und hänge nicht schon allein fast eine Stunde an diesen 2 Aufgaben. Das kann ja heiter werden. So. Da da da. Autsch. Das war mein Fußpilz. Bäh. Da da da. Da da da. Ich möchte gerne was sehen. Mich juckt's am Arm. Ich habe keinen Platz unter dem Mikro. So. Nein, das Mikro war eine gute Anschaffung. Also mein Standmikro, das war eine sehr gute Anschaffung. Ja, so. Jetzt auch nur das zu mir hinschwenken, muss nicht das Headset anziehen, das mir nach 2 Stunden den Kopf zusammenpresst. Ja, es war schon. Es war auch ein Logitech. Ne? Also Logitech for the win, aber von daher. Du siehst mich doch gar nicht! Wieso spielst du rum? Drama Queen, Drama Queen, Drama Queen. Jetzt geh mich da wieder, ey! Du, ich sag's dir. Aber ich muss dahin. Geht doch. Ja, ja. Du hast Aggression. Man merkt's. Man merkt's. Ich die Deutsche reden bin. Ach, hier. Au! Das war gar nicht gut. Deutsch reden, sonst bin ich auch ein Rolf. Wir nicht sprechen, Barry. Das ist völlig unmöglich. Ich lachte einfach so. Ja, ja, die alten Folgen. Wie kam ich eigentlich vorhin auf 2½ mehr? Wahrscheinlich schon 2 Parts her, als ich das Thema im Mund nahm. Hab's gemerkt? Im Mund nahm. Okay. Ronny. Na, so war es jetzt überhaupt nicht gedacht. Ja, gib. Das war nicht so. Wenn du mich jetzt abkratzt, dann lass ich dich abkratzen. Wenn jetzt stirbst, töte ich dich. Das sollte hier hinhauen. War jetzt nicht so gemeint. Ja, ich drücke in die falsche Richtung. Bekloppt langsam. Ist ja auch nichts Neues. So. Ah, ich habe genau gesehen, dass es noch festgehalten hat. Also simuliere hier nicht rum. Mario. Nein, Mario macht das so, ne? Kann ich hier das machen? So. Nein. Aber so. Nein. Aber so. Nein. Ja, springt er noch 20 Mal. Hältst du dich gerne an sowas fest oder was? So. Und Bowser kriegt jetzt eins auf die Ohren. Was auf die Ohren? Was ist denn das für ein Wort? So. Wie komme ich jetzt da hin? Wisst ihr was? Wisst ihr wie? Wisst ihr was? Geronimo! Ach komm, den Besiegen machen noch so. Wieder ein Viertel Lebensverlust. Hi, du alte Konüle! Was bist du denn schon wieder hier? Du bist denn jetzt die ganze Zeit ein Schwarm von Stummfliegen? Gerade jetzt, als mir die ganze Sache so viel Spaß machte. Aber wenn du schon hier bist, gib mir die Powersterne zurück. Meine Truppen können sich viel besser gebrauchen als du. Nur wenn ich mich fertig gejuckt habe, gekratzt, geht's los. Ja, du hast deine Probleme, man merkt. An den habe ich jetzt überhaupt nicht mehr gedacht. Scheiße.